Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mario Kart Wii Zeitfahr Let's Play. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an, denn wir haben viel zu tun, wir haben viel vor uns, wir haben noch sehr viele Strecken vor uns. Nur mal so nebenbei, ach, wieso gehe ich auf Grand Prix? Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal wieder mit Funky Kong und diesmal aber Torped, denn wir fahren heute Marios Piste. Oha, ja, viele haben sich eventuell auf diesen Tag gefreut oder so oder auch nicht. Wir machen einfach mal ein schönes Solo-Zeitfahren. Und nebenbei muss ich nochmal kurz was an meinem PC machen. Ja, genau, Aufnahme läuft, wunderbar. Ja, wie fahren wir Marios Piste? Im Prinzip eine der simpelsten Strecken, Torped, weil wir eben viele Geraden haben und weniger Kurven. Wir machen erstmal zwei Wheelies, dann gehen wir hier hin, machen wieder Drift Wheelie, Drift Wheelie. Und jetzt scheiden sich schon wieder die Geister, wie man, naja gut, also hier ist klar, aber wie man hier vorne weitermachen soll. Es gibt die Methode, dass man hier immer einen Pilz zündet, weiterfährt. Nächste Runde, wieder ein Pilz. Ist die eine Methode. Und dann halt immer wieder Drift Wheelie und Drift Wheelie. Aber ich denke, das dürfte jetzt nicht allzu schwierig sein. Das macht man fast schon intuitiv richtig. Die andere Methode, die es gibt, und die bevorzuge ich, ist in der ersten Runde bereits alle drei Pilze einzusetzen. Das lohnt sich fast nur auf Marios Piste, und ja, eigentlich nur auf Marios Piste. Aber allen anderen Strecken ist es ziemlich sinnlos, weil alle Pilze hier ungefähr selbe Gewicht haben. Wenn wir jetzt hier so nämlich ziehen und dann hier über den Rasen und dann nochmal über den Rasen, das war jetzt einfach schlecht, weil wir hätten eigentlich innen am Baum vorbeigemusst. Wenn man das nicht hinkriegt, sollte man es lieber lassen. Ja, muss man halt ein bisschen üben. Diese Methode ist, ja, je nachdem wie schnell ihr insgesamt seid, ist eine von den beiden Methoden besser. Ihr müsst am besten mal ausprobieren. Es liegt daran, wie in der dritten Runde der Kettenhund, den wir jetzt gleich sehen werden, zu euch steht. Und ja, zum Beispiel, ja, der hier, den meine ich. Müsst ihr halt ein bisschen ausprobieren. Also für mich ist es auf jeden Fall schneller, in der ersten Runde alle drei Pilze einzusetzen. Und das war jetzt mal gut, weil ihr merkt, wir kommen innen vorbei. Und die erste Runde ist mit einer 26-2 auch relativ ordentlich. Unter 26 wäre natürlich optimal eigentlich, aber das, ja, naja. Da habe ich den Start schon ein bisschen zu sehr für verkackt. Marios Piste ist eine Strecke, wo man ziemlich lange fahren muss, bis man einen guten Rekord bekommt. Zumindest sind das meine Erfahrungen mit der Strecke. Ja, wir probieren jetzt hier jedenfalls nochmal, einfach mal den 3-Lap zu Ende zu fahren. Und versucht nach Möglichkeit wenig im Wheelie zu lenken. Torped mag das gar nicht, wenn man im Wheelie lenkt. Und wenn, das passiert häufiger mal, dass man das muss auf der Start-Zielgeraden, dann tut es kurz bevor ihr einen neuen Wheelie ansetzt. Und hier sind wir, wow, ja, das war knapp, aber eigentlich muss man da vorne vorbeikommen an dem Kettenhund, wenn man wirklich schnell sein will. Und deshalb ist dieser Rekord jetzt auch eher zu vernachlässigen. 1:23:2, okay, kann man mit leben, ja, kann man mit leben. Allerdings, es geht besser, ganz klar. 1,23, ja, wenn man im Bereich 1,23 liegt, also 1,23,0, bisschen plus, bisschen minus, sollte man in jedem Fall probieren, die alle drei Pilze in der ersten Runde zu zünden. Liegt man weit drüber, dann kann man auch mal probieren, die drei Pilze in den Runden einzeln einzusetzen, wie ich es anfangs gezeigt habe. Ja, also im Bereich, wo ich jetzt hier liege, mit plus minus bei 1,23,0 und das war schlecht, dann sollte man die Pilze, aber wir haben trotzdem eine bessere Runde als eben bekommen, 26,0, obwohl wir es so verkackt haben, das ist doch beachtenswert. Eben war der SC ziemlich gut, aber dafür habe ich wahrscheinlich davor irgendwas verkackt. Ja, hier müsst ihr auch nochmal, habe ich gar nicht erklärt, Wheelie mal absetzen. Ich zeige gleich nochmal wo in der dritten Runde. Sofern wir denn jetzt nicht unglaublich viel missbauen sollten. Wow, okay, das war zu weit. Das war definitiv zu weit rechts. Jetzt muss ich auch stark in Wheelie denken. Also das wird schon mal nix. So, hier meine ich jetzt. Hier zieht ihr nämlich Wheelie. Und nochmal jetzt. Und dann müsst ihr hier mal schnell antippen und wieder neu ansetzen.
Und ja, das könnte in etwa so ausgehen wie eben der Rekord. Vielleicht ein wenig besser. Na, so nicht. Okay. Ja, also bei der Strecke wenig Taktik, viel Übung. Ganz klar. Und Weltrekord auf der Strecke kriegt man nicht in die Wiege gelegt, sondern muss man sich hart erarbeiten, sage ich mal. Oder generell Rekorde. Ja, gut. Dann wäre das auch mal so weit besprochen. Wir versuchen jetzt einfach mal hier noch ein bisschen schön auf 3-Lap zu fahren. Eventuell kommen wir dann auch mal am Kettenhund am Ende besser vorbei. Und das war schon wieder dumm. Ja. Das Gute ist, naja gut, eine 26.3 kann man sparen, weil eigentlich sollten wir so im Bereich 26.0 liegen, wenn wir was Gutes reißen wollen. Das Gute dabei ist, man kann mit dieser Strat in der ersten Runde auch schon eine Flap fahren, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Wir setzen ja alle drei Pilze in der ersten Runde ein. Und die Strategie ist tatsächlich genau dieselbe, wenn man eine Flap fahren will. Da ändert sich nicht viel. Der einzige Nachteil ist, wenn man eben so die Flap fährt, man fängt in der ersten Runde an. Was auf einer Strecke wie Marios Piste dann sehr viel Zeit kosten kann, weil, wie ich auch schon mal irgendwann erklärt hatte, wenn man in die Runde kommt, dann startet man weiter hinten, als wenn man in der ersten Runde startet, weil da startet man ja vor der Ziellinie. Wenn man allerdings durchs Ziel fährt und dann startet die neue Runde genau auf der Ziellinie, beziehungsweise da, wo das Ziel gewertet wird, das ist ein bisschen weiter hinten. Allein schon das und die Tatsache, dass man sich eben positionieren kann in der 3-Lap, macht möglich, nicht in der 3-Lap, sondern wenn man jetzt in der zweiten oder dritten Runde die Flap fährt, und das war schon wieder ein schlechter Rekord, macht es möglich, dass man, ja, ein bisschen rausschlagen kann. Ich persönlich habe es irgendwie geschafft, in der ersten Runde mal eine Flap zu fahren, und das finde ich sehr seltsam, dass das so eine gute Flap geworden ist. Also es war wirklich eine relativ gute Flap. Wenn ich die in der zweiten gefahren hätte, hätte ich, glaube ich, sogar CR gehabt. Aber, ja, naja, habe ich mich jetzt nicht weiter drum gekümmert. Das war eine schöne Flap und die habe ich halt so gelassen. Allerdings werde ich heute nochmal probieren, die zu schlagen, beziehungsweise euch zu zeigen, wie man die Flap etwas besser machen kann, als einfach nur in der ersten Runde die drei Pilze zu zünden. Ja, und das werden wir jetzt in den folgenden, ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit noch über ist, sehen. Aber zunächst mal versuchen wir in der 3-Lap hier noch ein bisschen besseren Rekord aufzustellen. Denn unter einer 1,23 würde ich schon noch gerne kommen. Auch wenn das normalerweise ziemlich viel Übung erfordert. Ja, hier ist es wirklich manchmal einfach nur ziemlich viel Glück, wie man durchkommt. Aber ihr fahrt in der ersten Runde und wenn ihr verkackt, dann könnt ihr direkt wieder neu starten. Deshalb sollte man hier diese Strategie auch wirklich mit drei Pilzen in der ersten Runde machen, weil dann braucht man nicht so lange, einen guten Rekord aufzustellen, wie man es in der zweiten oder dritten Runde macht, weil das ist der höchste Risikofaktor auf dieser Strecke, der SC eigentlich. Der Rest ist so, ja, kann man manchmal ein bisschen Zeit verschenken, aber nie viel. Aber hier bei dem SC, da kann man wirklich sehr viel Zeit verschenken. Gerade wenn man hier außen fährt oder dann auch noch einen Baum berührt, wie ihr gerade gesehen habt, das sollte man definitiv vermeiden. Das kann nämlich wirklich schlecht werden. Naja, wir probieren jetzt halt irgendwie nochmal eine bessere 3-Lap aufzustellen. Und wenn das klappen sollte, dann wäre ich schon mal sehr glücklich darüber. Wie gesagt, unter 1,23 wäre so mein Ziel. Aber das könnte unter Umständen utopisch werden und das war irgendwie schlecht. Ja, man muss in der dritten Runde eben bei dieser Strategie am Kettenhund vorbeikommen. Und zwar bevor er rauskommt. Dann hat man eine gute Zeit, definitiv. Damit habe ich, ich weiß gar nicht, was ich momentan habe. Ich glaube eine 1,22,5. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber es könnte so um den Dreh sein. Ja, wenn wir die nächste 3-Lap zu Ende gefahren haben, dann werde ich es euch zeigen. Ja, das war jetzt dumm. Ich musste mich versuchen, beim SC, wow, das war auch blöd, möglichst den Pilz erst einzusetzen, wenn man so ein bisschen ins Offroad reinspringt. Weil dann bringt er am meisten. Wenn man den vorher einsetzt und dann damit dann über diese kleine Erhebung fährt, das kostet Zeit. Das kostet sogar viel Zeit, das mag man gar nicht glauben. Man sollte es eigentlich vermeiden. Ja.
Und was einem sehr viel bringt auf dieser Strecke, ist einfach mal auf der Zielgeraden Luckwheelie. Wenn man den hinbekommt, da kann man schon mal den Rest der Runde ein bisschen schlechter gefahren sein. Das gibt trotzdem noch eine gute Zeit. Und das war jetzt schon wieder sehr suboptimal, was ich hier abziehe. Ja, aber ihr merkt, es ist gar nicht so einfach mit Torped den SC ganz gut hinzukriegen. Gerade weil das mit diesen Erhöhungen, konnte ich mich jetzt nicht entscheiden, ein bisschen zufällig wird, ob man da eine gute Linie erwischt oder nicht. Und irgendwie ist gerade so ein bisschen die Luft raus. Aber wir werden uns jetzt nochmal anstrengen, damit hier auch noch was Ordentliches zustande kommt. Ja, warum mache ich mit dem Blumencup weiter und nicht mit den Retro-Cups, werden sich jetzt einige fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach spontan gesagt, was will ich jetzt spielen, und dann habe ich mir gesagt, spielst du mal lieber Marios Piste als Peach Beach. Wow, und das war dumm, da merkt ihr selber, das hat viel Zeit gekostet. Sollte man vermeiden, und dann auch noch gegen den Baum, oh ja. Und trotzdem eine 26-2. Also, ja, ging noch, sage ich mal. Wir können ja mal probieren weiterzufahren. Vielleicht kommt ja noch irgendwas bei raus. Ich glaube es zwar nicht, aber wow, das war sehr eng. Ja, je enger man die Kurven fährt hier, desto mehr Zeit kann man sparen. Das trifft besonders auf dieser Strecke zu, weil man nicht so viele Stellen hat, wo man wirklich Zeit gut machen kann. Und jetzt sind wir ein bisschen zu weit links gelandet, behaupte ich. Und ja, gut, muss man halt hier ein bisschen stärker einlenken. Wow, was wird das? Seltsam. Okay, hier kommen wir garantiert nicht vorm Kettenhund vorbei, sogar nicht mal annähernd. Okay, das wird keine gute Zeit. Nee, die können wir eigentlich schon in die Tonne kloppen. Und das war jetzt auch nochmal schlecht, dass wir hier so weit außen waren. Einfach nochmal. Und jetzt, 22, 23, oh Gott, das kannst du also. 1,23,5, ja, naja. 1,22,5 ist mein Rekord. Ja, nicht schlecht. Zumindest habe ich ihn damals nicht schlecht befunden. Der Deutschlandrekord ist, glaube ich, auch nicht allzu weit drunter. Aber wo genau der liegt, da richte ich mich schon lange nicht mehr nach. Naja. Aber ich war in dieser Strecke zwischendurch mal wirklich nah dran. Das kann ich so, glaube ich, erzählen. Liegt vielleicht daran, dass man bei der Strecke hier einfach nur lange fahren muss und sowas. Habe ich früher gerne mal gemacht, mich einfach extrem lange an die Strecke rangesetzt. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Und irgendwie diese Runden, ne, irgendwie läuft gerade nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die erste Runde ist schon ein bisschen happig. Da kann man aber auch, wie gesagt, sehr viel Zeit gut machen, wenn das klappt. Eine weitere Neuerung, die ich euch erzählen kann. Man sollte hier die Flap, man kann sie zwar mit Torped machen, aber es empfiehlt sich für manche eher, sie mit Bowser Bike, was war das denn jetzt schon wieder? Sie mit Bowser Bike zu machen. Woran liegt das? Ganz einfach daran, dass man den SC am Ende, also die drei Pilze, die man hintereinander einsetzt, wesentlich enger fahren kann. Und nicht so ein bisschen ausholen muss, damit man überhaupt noch hinten um den Baum rumkommt. Ja, und aus dem Grund kann man hier auch Bowser Bike nehmen. Ich bin mir gerade selbst noch unschlüssig, was wir probieren. Ich glaube, wir probieren einfach Bowser Bike mal aus. Ich habe es, glaube ich, noch nie probiert. Ja, da muss man eben die Zeit, die man... Wow, das war schlecht. Die Zeit, die man mit Bowser Bike nicht gut machen kann, auf den Geraden, muss man eben hinten raus wieder gut machen beim SC. Und wie das klappen wird, bin ich mal selbst gespannt drauf. Ich glaube nicht, dass wir damit viel reißen werden, aber mal gucken. Weltrekord ist, ich weiß es nicht gerade, aber ich denke, der ist noch mit Bowser Bike gefahren. Wenn nicht, bin ich einfach auf veralteten Stand. Das rechnet mir bitte nicht übel an. Das weiß ich selbst, dass ich nicht mehr auf dem neuesten Stand bin bei Mario Kart. Und was war das jetzt schon wieder? Wow, naja. 26-3 können wir eigentlich auch wieder vergessen. So ein bisschen hapert's gerade. Aber wie ich schon erwähnt hatte, die Strecke hier muss man einfach lange üben, bis es klappt. Und dass wir da in 20 Minuten keine 3 Lap hinbekommen, ist vielleicht sogar normal. Behaupte ich mal. Ja. Aber ich meine, 1,23, was war die erste Zeit, die wir gefahren sind?
Ich hab's auf Video. Das soll reichen. Hier müssen wir jetzt auch wieder so ein bisschen drüber schwimmen. Das hat diesmal besser geklappt als beim letzten Mal. Ja, hier fahren wir jetzt einfach mal außen lang, spaßeshalber, weil sonst klappt das ja gar nicht. Ja, wenn man es merkt, kann man auch mal außen lang fahren, aber dann kostet das auch wieder Zeit. Dann kann man zwar weiterfahren, wenn man weiß, die Runde war gut, kann man sogar vielleicht mal riskieren. Und was war das jetzt schon wieder? Wieso hat der jetzt nicht gewheelt? Naja. Wir probieren es einfach mal hier durchzufahren. Und die Runde wird zwar extrem schlecht. Wow, das war wirklich eine schlechte Runde. Wow, ist die schlecht. Oh Gott. 28,7. Oh mein Gott. Naja, probieren wir es nochmal. Am Kettenhund vorne vorbei kommen wir sowieso nicht. So müsste man hier doch mal fahren. Wenn man so fährt, dann ja, so eng, so schön eng. Ja gut, vorne vorbei war klar, klappt nicht. Und wow. Ja super, das war jetzt dumm. Das war extrem dumm, aber da kann man wohl nichts gegen machen. Es wäre wahrscheinlich eh kein Rekord gewesen, weil beim ersten Mal waren wir schon... Also beim ersten Mal, wo wir es geschafft haben, waren wir schon ziemlich gut am Kettenhund. Also schon ziemlich nah dran, ihn zu berühren. Und wenn man jetzt vor ihm herfahren will, muss man eben nochmal einen ganzen Ticken drauflegen. Ja, und bei dem Wheelie ansetzen und absetzen und ansetzen, ihr merkt es vielleicht selber, da habe ich so ein bisschen meine Probleme. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Es klappt manchmal einfach nicht. 26,3, oh mein Gott. Naja, wir fahren einfach mal weiter. Vielleicht kriegen wir irgendwo ein Luck-Wheelie oder sowas und dann... Wow, na, das schon mal gar nicht. Also ihr merkt, ich bin... Trotz dessen, dass ich in letzter Zeit wieder ein bisschen angefangen habe, Mario Kart Wii zu fahren... Hier auf der Strecke ziemlich unterlegen. Und aus irgendeinem Grund kriegen wir auch gerade am Start immer so einen komischen Bounce. Die Strecke ist manchmal sehr seltsam. Ich kann sie nicht wirklich einschätzen. Ich kann nicht genau sagen, wann man was machen muss. Der Wheelie war jetzt zum Beispiel ziemlich gut. Der kam direkt nach dem Absetzen. So muss es eigentlich auch sein. Aber wie man das timen kann, damit es klappt, fragt mich nicht. Keine Ahnung. So. 26,177, okay, das ist noch ein Bereich des Annehmbaren. Je nachdem, wie die nächsten beiden Runden jetzt werden, könnte das sogar noch was werden. Ja, passt jetzt momentan noch. Ja, das war extrem dumm. Also Mini-Turbo zu verpassen auf der Strecke, das, ja, das wird bestraft. Und da muss man eben aufpassen, dass das nicht passiert. So, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon hier dran sitzen. Es kommt mir schon vor wie eine halbe Ewigkeit, weil solche Strecken, wo man einfach nichts erreicht. Aber ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, zumindest alle Leute, die auch Mario Kart Wii ab und zu mal Zeitfahren fahren. Ja, manchmal ist so ein Punkt erreicht, da denkt man, ich fahre die Strecke jetzt schon 3 Jahre und habe nichts erreicht, obwohl man die Strecke eigentlich, naja, noch gar nicht so lange gefahren ist. Ja, nein. Also das war wieder, ja... Oh Gott. 26,4. Okay, das können wir vergessen. Wir sind jetzt erst... Naja, erst 18 Minuten. Okay, das ist schon relativ viel. Ich denke... Entschuldigung. Wow, das war dumm. Ich denke, wir machen jetzt noch einen ordentlichen Versuch. Fahren noch einmal durch und dann... gibt's die Flap. Und ich hoffe, dass das dann wenigstens ein bisschen qualitativ besser wird, damit ihr auch was davon habt. Aber länger als eine halbe Stunde möchte ich mich echt nicht an jede Strecke ransetzen. Das ist sonst zu lange. Ganz ehrlich, da kann ich dann auch nicht mehr ordentlich spielen. Eine Stunde TT ist, denke ich, auch schon ziemlich viel am Stück. Also, oder generell länger als eine halbe Stunde. Was war das denn jetzt? Okay, das war kein ordentlicher Versuch. Wir machen es einfach nochmal. Ja. Ich will auf jeden Fall noch einmal durchs Ziel. Und das mit einer 1,23. Also bitte, das kriegen wir noch hin. Auch wenn es eine schlechte 1,23 ist. Das ist mir egal. Auch wenn wir keinen Rekord mehr hinkriegen. Wow, was war das? Das war schon wieder seltsam. Also manchmal ist die Strecke wirklich... Ja, sowas meine ich. Und das ist... Da. Das wird nix. Das wird nix. Nee. So, bitte, jetzt noch einmal. Ich will diese Strecke noch einmal bitte ins Ziel fahren. Das würde doch schon ausreichen. Lalalala. Ja.
Aber ich muss trotzdem noch irgendwas reden, weil ansonsten wird das für euch extrem langweilig. Ich kann mich jetzt hier nicht nur darauf konzentrieren, dass wir hier einen Rekord schaffen. Nein! Ein bisschen Unterhaltungswert muss doch auch noch dabei sein. Ja gut, jetzt fahren wir eben außen lang. Mein Gott, dann muss es eben so sein. Mit einer 26.2 kann man auch noch leben. Gerade so. Aber wie gesagt, meine beste, schnellste Runde war, glaube ich, eine 25.7. Also das ist eine halbe Sekunde besser. Und das ist auch der Grund, warum die Zeit dann so episch gut war. Da habe ich, glaube ich, sogar noch eine Runde war gar nicht so gut von den dreien. Eine war relativ schlecht und die andere war eher mittelmäßig. Aber die erste war eben so überraschend, überwältigend gut, dass... 28.4 jetzt, das ist doch okay. Damit kann man auch leben. Jetzt gucken wir mal, wie wir am Kettenhund vorbeikommen. Oder ob wir am Kettenhund vorbeikommen. Das ist die größere Frage. Ja, kommen wir. Da kann man sogar relativ knapp vorbei. Aber vorne vorbei, dazu muss man wirklich die ersten beiden Runden ziemlich gut fahren. Ansonsten wird das nicht. Ja, okay, das könnte nochmal... Ja, 1.23.1. Immerhin. Damit können wir ja fürs erste Mal, denke ich, leben. Wie gesagt, die erste Runde ist es, die es ausmacht. Und jetzt wechseln wir mal ganz schnell den Fahrer und probieren nochmal mit Bowser Bike das Ganze. Ich bin mir gerade extrem unsicher, ob wir es in der zweiten Runde probieren sollten. Wir probieren es erst einmal in der ersten Runde. Nein. Solo, genau. Wir probieren es erst einmal in der ersten Runde. Mal gucken, wo die Zeiten dann so ungefähr liegen. Und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man hier gut in die Runde kommen soll. Das kriege ich meistens nicht hin, auch wenn es bestimmt ziemlich simpel ist. Aber ja, mit Bowser Bike muss man halt ein bisschen aufpassen, weil hier hat man jetzt auf einmal eine extremere Lenkung. Und das führt dann eben zu sowas hier. Ja, das könnte jetzt extrem lustig werden. Kann sein, dass wir jetzt überhaupt nichts mehr hinbekommen. Aber wenn ihr genauso euch fühlt wie ich jetzt gerade mit Bowser Bike, dann probiert's lieber mit Torpid. Dann habt ihr euch schon mal mehr oder weniger dran gewöhnt. Ja, und jetzt machen wir so. Jetzt probieren wir hier nochmal schön. Ja. Das könnte. Ja, hier hinten ist jetzt auf jeden Fall kein Problem mehr. Hier kommt man locker rum. Ja, aber eine 26.4 ist nicht das, was wir wollen. Das ist etwas schlecht und deshalb aufs Neue. Ich glaube, wir machen erstmal so lange, bis wir eine 26... Wow. Also was ich hier mache... Naja. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal so lange, bis wir eine 25er Zeit bekommen. Wenn das gar nicht klappt, dann ist es schade. Aber vorher brauchen wir es gar nicht probieren, in der zweiten Runde anzufangen, weil dann würde ich sowieso nur verkacken. Und das wäre dann auch nicht für euch schön, denke ich. So, jetzt haben wir erstmal... Ja. Und jetzt hier hoch. Aber hier am besten kein Random Bounce bekommen. Das ist sehr ungünstig, wenn das passiert. Ah, schade. Schade. Das hätte besser werden können. Aber ich glaube, das wäre nicht mal ein 25 geworden, nicht mal ansatzweise. Also ich weiß nicht, was ich hier falsch mache gerade. Kann sein, dass ich die Kurven ein bisschen schlecht nehme. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann die Strecke mit Torpid wesentlich besser. Ich denke aber, das muss jeder für sich selbst auch entscheiden. Und das war schon wieder extrem dumm. Ja, müsst ihr für euch selbst irgendwie entscheiden, wie ihr denn hier an die Strecke rangeht. Wenn ihr denn euch verbessern wollt, wenn ihr euch denn ransetzen wollt. Wie gesagt, ich mache das Ganze hier nur, um ein paar Leuten zu helfen, wie sie ihre Time-Trial-Rekorde verbessern können. Und ich finde es cool, dass aus irgendeinem Grund sich bestimmt mehr Leute diese Videos angucken, als im Endeffekt davon profitieren werden. Aber, ja. Naja, oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. So ein bisschen Unterhaltungszweck hat es, denke ich, auch. Eher weniger, aber, naja. Für alle Leute, die sich das hier gerade antun und denken, sowas brauche ich mir echt nicht nochmal reinzuziehen. Guckt Let's Plays von mir, die haben deutlich mehr Unterhaltungscharakter, glaube ich, als das hier. Und sind dann auch, ja, die sind weniger lehrreich gestaltet, sage ich mal. Die sind eher sinnfrei. Das hier ist, ich weiß nicht, ob es sinnfrei ist, ich weiß nicht,
ob es irgendjemandem hilft, aber irgendwie haben wir es nicht einmal bis jetzt ordentlich ins Ziel geschafft. Oh mein Gott. Ja. Marios Piste, eine sehr schwere Strecke. Auch wenn sie so einfach aussieht. Wenn ihr eine gute... Oh mein Gott! Zweiter Fehlstart! Das geht gar nicht. Also wenn man so weit ist, sollte man eigentlich aufhören. Aber ich mache hier noch die halbe Stunde voll. Ja, was wollte ich sagen? Eine sehr schwere Strecke, auch wenn sie sehr einfach aussieht. Es gibt so viele Stellen, wo man den Zeit rausschlagen kann und wo man Zeit verlieren kann. Das glaubt man gar nicht. Zumindest nicht, wenn man sich die Strecke so auf den ersten Blick ansieht. Und das war dumm. Ja, jetzt müssen wir irgendwie... Wird eh nix. Das wird... Ah, 26,4 mal wieder. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn wir denn jetzt einmal eine Runde erwischen, wo es halbwegs klappt, dann auch wirklich mal die 26 unterbieten. Und das sollte eigentlich auch nicht das Problem werden. Aber ich glaube, das ist bis jetzt die ziemlich schlechteste Strecke, die ich euch zeige. Alle anderen gingen noch so. Ich hätte sogar ja teilweise mal einen Rekord aufgestellt, oder? Ja, ja. Zweimal nur kleinere, aber immerhin. Also das hier ist ja wirklich eigentlich gar nichts. Ja, wenn ihr euch sowas anguckt hier, dann 26,6. Dann ist das nicht schön, glaube ich. Andererseits, ich denke, ich werde gleich noch eine Strecke dranhängen. Und hoffentlich gefällt euch die dann ein bisschen besser. Hoffentlich kann ich da auch mal ein bisschen näher an meinen Rekord rankommen. Das hier war jetzt zum Beispiel mal eine gute Kurve. Aber sowas kriege ich mit Bowser Bike selten hin, muss ich gestehen. Wow, ja. Und dann kommt wieder sowas, ja. Dann links, rechts lenken, bringt dann erst recht nichts und dann noch im Offroad hängen bleiben. Eieiei. Mir persönlich fällt es auch immer ziemlich schwer, nach Kurven genau rauszukommen. Also wirklich eine genaue Linie anzusteuern, die man noch ansteuern sollte. Und dann muss ich ab und zu mal wieder Wheelie lenken und ja... Marios Piste ist eben so eine Strecke, die bestraft Fehler gnadenlos. Aber sofort. Und wenn ihr einmal nicht irgendwo nicht ganz rauskommt, nicht ganz ideal Linie fahrt, dann kostet das gleich extrem viel. Im Gegensatz zu anderen Strecken. Bei anderen Strecken kann man zum Beispiel über einen Shortcut oder über irgendeine andere anspruchsvollere Stelle mal aus Versehen oder durch Glück oder so ganz viel Zeit rausholen. Und hier... Also ich habe hier immer so das Gefühl, ich zähle die Fehler. Bei anderen Strecken zähle ich die guten Sachen. Also, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit sagen will, aber hier kommt man sich immer so beobachtet, in Anführungsstrichen, vor. Man darf nichts falsch machen. Und wenn, dann passiert sowas. Und es ist eine, hey, 26,2. Das, obwohl das so ein Gegurke war. Also komm, eine 25 kriegen wir jetzt noch. Also bitte, das muss jetzt noch drin sein. Das muss jetzt einfach noch drin sein. So schwer kann die Strecke nicht sein. Ja, zweite Runde habe ich jetzt gar nicht gezeigt, wie man da die Flap fahren würde. Aber es ist eigentlich genauso wie bei allen anderen Strecken auch. Man fährt eben mit einem Mini-Turbo rein. Möglichst weit rechts, damit man auch schon bei der ersten Kurve in etwa ist. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis, in Anführungszeichen. Wow. Also was ich hier teilweise fahre, 26,3. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, eigentlich ist das hier jetzt schon der letzte Versuch von der Zeit her. Vielleicht noch einen, den wir dranhängen können. Ja, und dann sollte eigentlich was Gutes bei rausgekommen sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier was Gutes bei rausgekommen ist, aber... Naja, vielleicht erfreut sich ja trotzdem. Und es kommen sicherlich auch wieder Videos, wo ich mehr schaffe. Ganz klar. Hoffe ich zumindest. Und das wäre jetzt irgendwie mehr schlecht als recht. Und das auch. Und das erst recht. Aber irgendwie... 26,1. Ja, einmal geht noch. Aber jetzt wirklich auch das letzte Mal. Ansonsten überziehen wir. Und ja, was heißt überziehen? Also mehr als 30 Minuten. Eine Strecke. Muss nicht sein. So. Das war ein schöner Luck-Wheelie, glaube ich. Und deshalb... Wow. Heppala. Ja. Und... Zack. Und das war schlecht.
Oder auch nicht. Ja, das könnte unter Umständen. Da! 26014. Naja, immerhin. Ich denke, damit können wir auch ein Ende setzen dieser Strecke. Ich weiß, es war nicht unbedingt die beste, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem was gebracht. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Ja, ansonsten danke fürs Zusehen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.